Was ich dir wünsche für das neue Jahr, ist vor allem Gesundheit. Es möge dir besser gehen, wenn du krank bist, und möge dein Leiden so gering wie möglich sein. Erkenne, wie wertvoll das Geschenk einer guten Gesundheit ist, wenn dir nichts fehlt, und sei dankbar für jeden Tag, den du ohne Krankheit erfährst. Ich wünsche dir, dass du glücklich bleibst im neuen Jahr und dass dir nichts widerfährt, was deine Seele zerreißt. Wenn du traurig bist oder unglücklich, dann möge das Leben sanft zu dir sein und möge das Glück heimkehren zu dir. Erkenne, dass Glücklichsein auch eine Entscheidung ist. Mögest du die Zuversicht in dir finden, diese Entscheidung für dich zu treffen. Mach dein Glück nicht von Dingen oder Personen abhängig, sondern finde es in dir selbst und in der magischen Schönheit der Schöpfung, die dich mit offenen Armen empfängt. Ich wünsche dir für 2024 neue Möglichkeiten und dass du diese erkennst und ergreifst. Möge das Schicksal gut zu dir sein auf der Reise durch das neue Jahr. Erkenne, dass auch Beständigkeit eine Möglichkeit sein kann, aber dass du das erst merkst, wenn es zu spät ist. Mögest du Zufriedenheit in den Dingen finden, die das Leben dir bereits geschenkt hat. Ich wünsche dir den Mut, Chancen und Gelegenheiten zu ergreifen. Manchmal im Leben geht es nur darum, etwas einfach zu machen und den Dingen ihren Lauf zu geben. Hab Vertrauen in deine Talente und Fähigkeiten und in dein Durchhaltevermögen, was zu jeder Art von Erfolg gehört. Ich wünsche dir Frieden im neuen Jahr, vor allem mit dir selbst. Du bist, was du bist, und du bist gut und besonders. Das heißt nicht, dass du dich nicht verbessern kannst, denn das solltest du, und zwar jeden Tag. Aber erkenne, dass du auf einem Weg bist. Und du magst ein Ziel haben, was nicht nur gut, sondern essentiell ist. Aber alles, was zählt, ist der nächste Schritt. Sei nicht entmutigt von dem, was dir widerfährt, sondern rechne damit. Sei gewappnet innerlich, dass dich Ereignisse zurückwerfen werden. Oder Personen. Das Leben ist keine gerade Linie. Wir kennen nicht einmal die nächsten 5 Minuten, planen aber für die nächsten 50 Jahre. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber Dinge werden passieren. Und deswegen ist mein letzter Wunsch an dich realistischer Optimismus. Damit meine ich nicht nur optimistisch zu sein, sondern trotzdem optimistisch zu bleiben. Optimistisch mit guten Dingen zu rechnen, aber durch die Brille der Realität zu schauen. Und das heißt auch manchmal, seinen Optimismus zu dämpfen, aber niemals aufzugeben oder den Optimismus zu verlieren. Bleib stark, bleib positiv und bleib gesund. Und zeig 2024, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Einen guten Rutsch. Gott segne dich. Und ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.